über jede Verwendung. Hat sich dein Kind eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, ob es ein guter Freund ist? Wann hat sich dein Kind eigentlich das letzte Mal bewusst entspannt? Weißt du denn, wie du das eigene, authentische Wesen deines Kindes am besten unterstützt? Gerätst du auch immer wieder an deine Grenzen, wenn du deinem Kind Werte wie Resilienz, Selbstvertrauen, Mut und Einzigartigkeit vermitteln willst, weißt aber nicht genau wie? Wir denken, das wichtigste Buch im Leben deines Kindes sollte selbst schreiben dürfen. Und deswegen haben wir die Memo-Methode entwickelt. Was ist eigentlich die Memo-Methode? Persönlichkeitsentwicklung trifft dabei einzigartige, interaktive Mitmachbücher für Kinder. Das ist die Memo-Methode. Ja, eine Toolbox für Erwachsene, um ihre Kinder bestmöglich dabei zu unterstützen, achtsam zu sein, Selbstvertrauen zu entwickeln und erfüllter durchs Leben zu gehen. Und speziell dafür haben die beiden ein interaktives Mitmachbuch für Kinder gestaltet, in dem man zum Beispiel mittels QR-Code zu geführten Fantasiereisen kommt. Die Memo-Methode will den Kindern nicht einen Weg vorgeben, sondern die Kinder bestmöglich auf ihren eigenen authentischen Weg vorbereiten. Wie wirkungsvoll die Memo-Methode wirklich ist, das wissen natürlich die Kinder und Jugendlichen am besten. Mehr Mut. Mehr Mut, stimmt. Man kriegt ja durch nur mehr Mut, andere Sachen zu machen. Wenn man einmal das gemacht hat, kann man es ja wieder machen. Oder andere Sachen, was vielleicht nur mehr Mut verlangen, kann man dann besser meistern. Das mit den Träumen habe ich interessant gefunden. Und unter dem haben wir eben auch das Vision Board dann gemacht. Das sind so einzelne Zettel. Ich habe es dann alleine daheim fertig gemacht. Und da kann man sich eben die Ziele für ein Jahr draufschreiben und das dann am besten irgendwo hinhängen, wo man es jeden Tag sieht und dann an diesen Träumen arbeiten. Aber das müssen keine sein, die jetzt in näherer Zukunft sind. Das können auch sein, die du jetzt noch gar nicht beeinflussen kannst. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch einen Traumberuf oder so da drauf da, wo du jetzt eigentlich nur was damit ändern kannst, dass du jetzt schon was tust dafür, aber wo du das jetzt nur nicht steuern kannst, mehr oder weniger. Das sind einfach alle möglichen Träume und Ziele. Nähere Informationen gibt's auf www.diememomethode.com.